Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur vorläufig letzten Tagesfolge, tagtäglichen Castle meiner Set-Folge. Ich werde das aber nicht komplett einschlafen lassen. Ich werde da, glaube ich, ab und zu mal noch was bringen. Ich denke mal, Updates wird es hier nicht geben. Das Spiel ist so, wie es ist. Vermute ich mal. So, wir haben ja auch noch nicht alles entdeckt. Ich weiß gar nicht. Aber warte mal, guck mal, hier draußen müsste doch jetzt unser Zeug rumschweben, oder? Guck mal, die können auch wegspawnen, die Luschen. Ich habe natürlich jetzt irgendwie meine ganzen Kugeln. Ah, ne, ist halt. Hahaha, ich habe gar nichts verloren. Tschüss. Tschüssi, ich habe nichts verloren. So. Komm, dann gehen wir jetzt mal da runter in die dunkle Dunkelheit. So, da sind wir. Cool, so ein Fahrstuhl, oder? Es sei denn, man wird gleich getötet, sobald man runterkommt. Nachladen. So. Jetzt können wir mal gucken, dass wir... Warte mal, hier haben wir mal unsere Markierung. Hier ist die Markierung. Gut. Jetzt werden wir mal gucken. Ah, guck mal, da unten ist die Lava. Dass wir da vielleicht uns mal runterarbeiten. Dass wir mal versuchen, unseren Aufstieg hier zu protokollieren. Mit Fackeln. Wieder zurückfinden. So, normalerweise sollte man eigentlich... Ich glaube, es ist völlig übertrieben, was ich hier mache. Da reicht auch... ach, guck mal, hier sind wir schon. So, da sehen wir die Fackeln. Dass wir hier mal ganz konsequent unseren Aufstieg protokollieren. Guck mal, da und da ist unten ist die Lava. Oder war ich hier schon mal, sag mal? Ha. Die Animation ist schon cool, wenn die sterben. Da will ich eigentlich runter. Ba, 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 ba. Wie viel habe ich denn hier zum Stacken? Nicht viel. Vielleicht sollten wir uns noch ein paar mehr zum Stacken hier abbauen. Ba, ba, ba. Und dann stacken wir uns da mal irgendwie runter. Ich will da runter. Ich will da mal entdecken, was es da so gibt. Kommt schon wieder einer. Und hat Kohle gedroppt, okay. Hat Kohle gedroppt. So. Ach so, vielleicht sollten wir auch mal bisschen ausleuchten hier. Bom. So. So. Nein, 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 das schaffe ich doch wieder nicht. Ah, ich glaube, ich habe nicht viel verloren, oder? Müssen wir wieder runter. Naja. Wir sind ja geduldig. So, sehr schön. Ein bisschen Holz hat er gedroppt. Bam, 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 bam. So, und jetzt hier runter. Hier runter. So. So, ich hoffe mal, hier ist keine Übersteuerung in meinem Megrafauna. Achso, wenn wir da runterspringen, sterben wir ja. Ah, weil wir uns nicht hochgesteckt haben. Mist. Oh Gott. Dann müssen wir erstmal kurz jemanden hier... Okay. Was passiert, wenn wir da runterspringen? Sind wir da tot? Wollen wir es mal probieren? Ha, 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 ha. Nee. Wow, habt ihr das gesehen, was man hier für Sprünge machen kann? Das ist doch cool, oder? Ist doch total abgefahren, ey, Alter. Ey, was du hier für Sprünge machen kannst, es geht ja total ab. Ey, weißt du, so haben wir in den 80ern gesprochen. Ah, cool, ich hab den mit der Diamantspitzhacke. Ha, 7 auf einen Streich. Guck mal, da will ich runter.
Ob ich da auch überlebe? Nee, da überlebe ich natürlich nicht. Aber hier vielleicht. Nein, oder? Wie soll ich denn da jemals runterkommen? Das ist ja im Prinzip hier alles. Ist ja im Prinzip hier. Ah, guck mal, hier könnten wir noch ein Fackelchen setzen. Dass nicht ganz so düster hier ist. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Okay. Da ist manchmal so ein komischer Nebel, wenn die spawnen. Habt ihr das schon mal gesehen? Da oben war eben so ein wie Nebel. So, ich will jetzt hier runter. Mann. Wenn ich das wüsste, vielleicht muss ich mir ja echt irgendwie ein Runtergeh-Ding spawnen. Geht das? Mal hier könnten wir noch eine Treppe ranbauen, oder? Mit 8. Mit 8 können wir natürlich keine Treppe bauen. Schön mit der Spitzhacke umgebracht. So. Dann werden wir mal gucken, was wir jetzt hier in ran machen. So, nur. Nützt gar nichts. Da kommen wir ein weiter runter. Hier. Ha. Vielleicht sollten wir hier mal über uns so einen Balken vormachen. So. So, wie kommen wir jetzt da runter? Können wir da runter springen? Glaube ich nicht, ja. Ist irgendwie eine homogene Schicht. Also irgendwie kommt diese Schicht, dann kommt eine Weile gar nichts und dann kommt diese Unterwelt. Aber erleuchtet von Lava. Vielleicht überleben wir das ja, wenn wir nicht gerade in die Lava springen. Lass mal ausprobieren. Dazu werden wir mal die Waffe nehmen, damit wir sie nicht verlieren. Und dann springen wir mal nicht in die Lava, sondern hier. Haha. Ganz bewusst jetzt, pass auf. Nein, wir wollen nicht sterben, aber wir werden sterben. Es ist nämlich zu tief. Aber vielleicht haben wir Glück und überleben. Hä? Okay, wir haben schon mal nicht überlebt. So, haben wir was dazugelernt? Haben wir was dazugelernt? Wie kommen wir bloß da unten in diese Ebene? Leitern in dem Sinne gibt es ja hier nicht. Dass man eine Leiter bauen könnte sich. Sich. Im Angesichte des Todes baut man sich eine Leiter. Ah Mann. Ich will jetzt hier. Sag mal, kann ich mal bitte meine Treppe hier runtergehen? Ist ja. Den Ding der Unmöglichkeit. So, ist mir jetzt egal, ob ihr hier seid. So, hier haben wir ja schon mal festgestellt, hier überleben wir ja. Normalerweise, genau, 1,5 Herzen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie, nach wie vor? Ups, nach wie vor will ich ja da runter. Keine Chance. Keine Chance, da runterzukommen. Gut, ein bisschen Kohle kann man hier mitnehmen. Die hört es dann wieder auf. Oh, wie kommt man denn da runter? Ich weiß es nicht. Gibt es hier eine Schleichentaste? Nee. Bum, bum, bum. Ich würde echt so gerne mal da runterkommen. In die Lava springen? Wollen wir in die Lava springen? Was passiert denn dann? Dann verbrennen wir, dann sind wir doch auch tot.
Okay, so funktioniert es also auch nicht. Jetzt haben wir es mittlerweile Tag. Ja, Mann, und weit springen kann der. Ich habe noch nicht mal die Sprungtaste betätigt und der ist trotzdem hier rüber gelaufen. Ach so, das macht der wegen dem Automat. Ah, okay. Wegen dem automatischen Dingsbums. Oder gibt es eigentlich keine Chance da runter? Ups, gibt es da vielleicht gar keine Chance, in die tiefste Höllenebene zu kommen? Ich habe das schon mal gesehen bei Ote. Er hat da mit einem Kumpel zusammengespielt. Ote LP, müsst ihr euch mal angucken. Hatte ich letzte Folge schon mal erwähnt. Der macht tolle Sachen. Hat immer wieder neue Ideen und stellt neue interessante, ich glaube, Papers, Please, habe ich auch bei ihm gesehen, fand ich ja total cool. Der hat sich auch sehr gut reinversetzt in die Rolle des Passkontrolleurs. Ach so, ganz falsch, ganz falsch. Wir haben ja eine ganz eigene, einfache Orientierung. Ah, guck mal, ein Schuss reicht dann, da können wir ja Munition sparen. 1,5 Herzen. Genau. So, wie komme ich da runter? Wie komme ich bloß da runter? Guck mal, hier war ich hier schon mal. Aha. Was habe ich denn hier gemacht? Wie komme ich bloß hier runter? Guck mal, hier ist gleich wieder. Nö. Okay. Okay, hier geht es irgendwie nach unten. Oder kommt mir das nur so vor? Ah, okay, aber nicht wirklich nach unten, wa? Sag mal, haben wir gar keine Chance, da runterzukommen? Doch, hier geht's runter. Ah, okay, wir müssen also ganz umständlich im Prinzip den Weg nach unten finden. So habe ich das jetzt mal verstanden. Es sei denn, hier ist gleich wieder Schluss. Oder wir haben jetzt erst die Unterschicht erreicht. Hier kann natürlich auch sein. Jetzt kommen wir hier rüber in eine andere Höhle. Alles so ein bisschen verbunden mit dem Untergrund hier. Bam, 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 bam. Aha, aha, aha. Okay, hier ist sehr viel Kohle. So, jetzt lass mich doch mal hier runter. Gib mir doch eine Chance. Okay, jetzt ist es ein bisschen staubig hier. Krieg mal eine Staublunge von. Haha, so. Weiter geht's. Und wenn ich jetzt hier die. Warte mal, kommt man da noch einen Schritt weiter runter? Da habe ich doch eben irgendwas gesehen. Guck mal, wir sind doch jetzt schon ein bisschen tiefer gekommen. Dum, 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 dum. Kommt Zeit, kommt Rat. Und Diamanten haben wir immer noch nicht gefunden. Weil ich habe die auch gar nicht bewusst gesucht. Ich habe ja wieder völlig unkoordiniert. Wollte ich jetzt nur nach unten. Ja, wir sind doch jetzt hier schon ein paar Schritte weiter unten. Leben wir noch? Wir leben noch, wir leben noch. Wow. Wir haben es geschafft. Wir waren so tief. Ich glaube aber, jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Okay, der hatte eine Axt dabei. Ich glaube, hier ist es ein bisschen gefährlicher als oben. Denke ich. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so richtig, was ich hier will. Alles Ausgänge.
Jetzt schon wieder einer hinter mir her, glaube ich. Wow, wer bist du denn? Der Teufel. Der Teufel. Der Teufel. Der Teufel. Ach cool, wir haben den Teufel getötet. Haha. Ich denke mal, es war nicht der einzige Teufel hier. Lass mich. Weißt du, was ich mich frage, Alter? Gibt's hier irgendwas, was hier beschützt? Macht's überhaupt Sinn, hier runter zu gehen? Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, oh, jetzt ist er wieder hinter mir, der Sack. Oh, jetzt spawnen die hier wie verrückt. Jetzt spawnen die hier wie verrückt. Ja, oh, diese Sprünge, ey. Schon ziemlich cool. Ja, aber wozu, wozu, wozu? Was gibt's hier? Gibt's hier was für mich zu holen? Außer diesen Rotstein. Bam, 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 la 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 la. Ach so, wir könnten natürlich jetzt einen anderen Aufstieg benutzen und dann vielleicht eine schöne Diamanthöhle finden. Das wäre jetzt eine sinnvolle Betätigung. Da könnte man zum Beispiel hoch. Ja, ja. Warte mal, hier ist eine Höhle. Wie viel haben wir denn zum Stacken? Ah, jetzt, Der Typ, der hat es uns gegeben. Mist. Wieder alles verloren. Okay, jetzt haben wir schon mal, okay, haha, jetzt waren wir schon mal da unten. Ist ja nicht schlecht hier, mit dem Maschinengewehr kommen wir ja ein Stück. Aber wisst ihr was, ich stelle mir jetzt einfach die Frage, gut, ein paar Diamanten könnte man jetzt noch finden. Aber was noch? Was gibt's noch? Also wir haben jetzt schon mal den Leibhaftigen persönlich getroffen. Davon gibt es aber wahrscheinlich mehrere. Einen etwas stärkeren Gegner sozusagen. Jetzt müssen wir gar nichts. Wir müssen jetzt noch diese Aliens finden. Oder ich möchte diese Aliens finden. Ba 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 la 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 la. Was, 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 was? Wer? Der Drachen schon wieder? Gurx! Ach, vielleicht können wir den ja mit Eisenkugeln abschießen. So, wo bist du denn? Der Rauch verzieht sich. Ha, 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 ha. Er hat geschrien. Er hat geschrien. Oh. Es leckt, es leckt. Es leckt. Warum das denn? Warum leckt denn das jetzt hier? Oder kann der... Nein! Es hat geleckt. Ich bin hier irgendwie stecken geblieben irgendwo. Was guck mal jetzt immer noch. Ich kann gar nicht mehr laufen. Jetzt wieder, oder? Jetzt leckt es. War völlig... Das Spiel war überfordert, oder was? Das ist ja wie bei Minecraft hier. Das ist wahrscheinlich wieder dieses Java... Ding hier. So. Für welche Richtung war denn das? Ach so. Andererseits, der Drache kommt wahrscheinlich auch hierher. Vielleicht sollte ich mir so einen Turm bauen, von dem aus ich den dann töten kann. Das wäre natürlich auch eine Variante. Aber man kann sich ja noch nicht mal Treppen bauen.
blutiger, zottliger Zombie. So, ist nicht schlecht mit den Eisenkugeln. Ja, dass man sich im Prinzip ein einen Turm baut und dann vielleicht bringt das ja was, wenn man einen Drachen tötet. Gut, dann bauen wir mal einen Turm. Den können wir da eigentlich oben rauf bauen hier. Guck mal, hier können wir den bauen. So, und dann müssen wir uns hier so eine Art... Steht der überhaupt in der Mitte hier, der Pfeiler? Dann wird's doch nichts, wenn er nicht in der Mitte steht. So. Nein, du musst wieder weg. Ach nee. Ach doch, guck mal, da können wir ja... Können wir dann hier hochspringen? Ah cool, kommen wir so hoch. Okay. Bam, 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 bam. Eigentlich müssen wir uns dann auch noch Schießschaden. Entschuldigung. Müssen wir uns noch Schießschaden machen? Naja. Ja, es ist Sonntag und das war's erstmal hier von Graselmeiner Z. Nächste Woche geht's dann wieder mit dem allseits beliebten UFO-Mann Minecraft Let's Play weiter. Wir sind ja jetzt schon bei Folge. Lass mich mal kurz in meinen tollen Plan gucken. Bei Folge 371 sind wir dann am Montag. Und dann gucken wir mal am Sonntag, also morgen, kommt ja der neue Upload-Plane. Ach nee, Quatsch, heute ist ja Sonntag. Hätte ich letzte Folge sagen müssen. Na gut. Dann lasst euch mal überraschen, dann kam heute der neue Upload-Plan. Oder kommt noch. Oder was auch immer. Oder er kam. Ich komme hier selber mit der Zukunft, mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart durcheinander. Lasst euch mal überraschen, ich werde auf jeden Fall Don't Starve spielen, weil da gab es einen neuen DLC mit mehr Biomen und mehr Monstern und ich sehe da sowieso nicht durch, totaler Anfänger, aber macht ja trotzdem Spaß. Dann spiele ich seit einer Weile wie bescheuert Gnome Moria, keine Ahnung, schon 60 Stunden oder so, macht Usten Spaß. Ja, Ufo Mann, du sagst immer, du hast keine Zeit und so und dann spielst du 60 Stunden, du hättest ja auch 60 Stunden auf irgendwelchen Servern irgendwelche Community-Aktionen machen können. Ja, aber ihr wisst ja, da muss man ja immer mit anderen Menschen und so. Und wenn man so ganz alleine spielt, das ist ja dann, da muss man keine Kompromisse eingehen. Wisst ihr, was ich meine? Man muss sich nicht sozial verhalten und sowas alles. Das hört sich jetzt wieder ganz böse an. Meine ich überhaupt nicht so. Mein größtes Respekt vor der ganzen Community vor diesen ganzen Aktionen, die so gemacht werden. Ein paar kleine Sachen mache ich auch, aber es ist halt begrenzt bei mir. Ich kann halt nicht die ganze Welt umarmen, sondern nur ein paar Leute. Mehr, ich habe gar nicht so ein großes Herz, um die ganze Welt zu umarmen, weil ein großer, großer Teil meines Herzens ist von mir selbst besetzt. Okay, Leute, lassen wir es. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mich abonnieren. Ihr müsst mich nicht abonnieren. Wenn du das jetzt hier guckst, hast du mich garantiert schon oder wahrscheinlich schon abonniert. Lasst einen Daumen hoch da. Ist immer die einzige Rückkopplung, woran ich sehen kann, ob die Folgen gut ankommen bei den Leuten oder nicht. Ob ich die weitermachen kann oder ob die überhaupt kein Schwein interessieren. Interessanterweise hatte ich jetzt eigentlich bei Graselmeiner Z mehr Aufrufe als bei, wie hieß das Ding nochmal? Darkout zum Beispiel, glaube ich. Mehr Interesse war dafür als für Darkout.
Mal gucken, was jetzt im Osterangebot noch kommt. Vielleicht mache ich auch mal wieder ein paar Spielevorstellungen. Ja, müssen wir mal gucken. Ich verabschiede mich jedenfalls jetzt und es waren zwei wundervolle Gasel meiner Set-Wochen für mich mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hier zu spielen. Und wir gucken mal, was auf uns zukommt und wie sich das Programm im Wechsel der Jahreszeiten in Zukunft noch ändern wird, was da alles noch so auf uns zukommt und so weiter und so fort. Tschüss! Humba da humba, humba da humba, humba humba humba, uga aga uga, uga ga uga, uga aga uga, uga 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 uga.